werden natürlich dann auch berücksichtigt. Also das ist kurz die Vorstellung des Talks Rebel Cities in Richtung einer globalen Nachbarschaft und Städte, die sich gegen Surveillance aussprechen, die sich der Überwachung verschließen. Und die Sprecherin Renata Avila ist auch Mitglied der Creative Commons Gemeinde. Und auch wenn ihr über die Courage Foundation sprechen wollt, könnt ihr natürlich mit ihr sprechen. Well, first of all, thank you so much for having me here. It is a humbling. Zuallererst vielen Dank, dass ich hier reden darf. Es ist eine neue Erfahrung, weil normalerweise sitze ich im Zuschauerraum. Ich war nur eine von vier Frauen in der Universität in meinem Studiengang. Far more about technology und es ist immer noch einschüchternd, so wie jetzt, weil ich weiß, dass ganz viele von euch viel mehr über Überwachung und Sicherheit wissen als ich. Und ich glaube aber, dass ich dazu eine neue Perspektive geben kann, mit der Perspektive über Städte und was lokal in Städten getan werden kann gegen Überwachung. Paranoia on me. Die Idee für diesen Talk war, dass, weil ich immer paranoider werde. Ich war sehr überrascht, weil als ich angefangen habe, mehr Zeit in Europa zu verbringen, im Gegensatz zu Südamerika und wie viel präsenter hier Überwachungstechnologien sind als in Südamerika. Ein typischer Tag in Südamerika. Ein Tag in Südamerika hat so viele Checkpoints, so viele Punkte, wo man kontrolliert wird, dass es ganz stark in unser tägliches Leben übergeht und wir dazu sehr abgestimmt werden. Da sind biometrische Identifikationen, die gescannt werden und das ist für uns ganz alltäglich. Ein anderes Thema, was angefangen hat, mich zu beschäftigen, war die steigende Überwachung, die steigenden Überwachungssysteme. Es wird immer mehr kompliziert, die Systeme der Überwachung. Und es wird immer schwieriger herauszufinden, wie diese Systeme überhaupt hergestellt werden, wie die Technik dahinter ist. Und die werden von einzelnen Punkten überall hin exportiert. Und das, was wir als Bürgerinnen und Bürger tun können, ist sehr limitiert. Für mich war das sehr interessant zu verstehen und nochmal, wir in Südamerika sind viel mehr daran gewöhnt, an Korruption in Wahlen und Korruption in anderen Bereichen, in den Medien. Und wenn wir uns anschauen, die Wahlen in den USA, wo Trump gewählt wurde und viele andere Dinge, die passiert sind, in sogenannten demokratischen Ländern, da war es einfach bisher nicht so sichtbar. Also war meine Idee, ja, Aktivismus ist großartig, aber digitaler Aktivismus, ich habe daran lange gearbeitet, aber es ist nichts wirklich passiert. Und statt anzuschauen, was nicht funktioniert, wollte ich mir anschauen, was für Gemeinschaften, was für Communities funktionieren, auch wenn es nur geringe Ressourcen gibt und die Gegner sehr groß sind. Also habe ich zurück nach Hause geschaut. Zu Hause habe ich ein Beispiel gefunden. Das war lange bevor der Standing Rock-Situation, gerade in den Vereinigten Staaten. Indigenous hatten das Recht,
gefragt zu werden, wenn es um den Bereich geht, in dem sie leben, um die Gebiete, in denen sie leben, dann haben sie das Recht darauf, dazu angehört zu werden und befragt zu werden. Und dann Fracking-Projekte und Minenarbeiten darüber dem zustimmen oder das auch abzulehnen. Das war die erste Inspiration für mich, diesen Talk vorzubereiten. Viele der indigenen Gemeinschaften, die das tun, die sich dagegen stellen, leben unter der leben in Armut. Und diese indigenen Gruppen haben es tatsächlich geschafft, sich auch nicht nur gegen ihre Staaten durchzusetzen, sondern natürlich auch gegen multinationale Konzerne. Und das passiert nicht nur bei mir in Guatemala, sondern das passiert in immer weiteren Ländern. Und meine zweite Inspiration war, was ist in Europa passiert ist und zum Beispiel wirklich radikale Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, die sich über das Recht gestellt und auch über finanzielle Interessen gestellt haben und sich. Und ich glaube, wir wurden einfach ein bisschen verarscht, dass Regierung ist einfach schlecht und dass man in der Regierung und beim Regieren nichts ändern kann. Ich glaube, ich glaube daran, dass man es auch von innen verändern kann. Und dieser Raum, über den ich reden will, ist, finde ich, sehr interessant. Ich möchte über zwei radikale Bürgermeister, Bürgermeisterinnen nennen in Madrid und Barcelona. Und sie haben durchgesetzt, dass die Parole Refugees Welcome, dass auch sich gegen den Widerstand der Zentralregierung durch sie durchsetzen konnte. Wir wollten auch gegen die Vorstellung, dass Spanien rassistisch ist, haben sie sich durchgesetzt, haben sie die Tore der Stadt geöffnet, so in Madrid und Barcelona, und haben diejenigen, die neu gekommen sind, haben sie eingeladen und sie haben auch öffentliche Gelder zur Verfügung gestellt. Und bitte und das nächste, was ich euch sagen möchte, dass eine Stadt kann sehr viel tun, aber ein Netzwerk dieser Städte kann natürlich eine noch kräftigere, noch stärkere Message, einen noch stärkeren Standpunkt einfach vertreten. Das dritte Beispiel hat mich darauf hingewiesen, welche Macht Städte haben, welche Macht auch Nachbarschaften haben, Viertel haben. 60 Municipalities haben sich gegen TTIP ausgesprochen. Also 60 Städte haben sich gegen TTIP ausgesprochen. Wenn man also diese ganzen Services, die ganzen Dienstleistungen zusammen für die alles, was sie anbieten können, aber auch natürlich die politische Repräsentation, die sie vertreten, ist es eine sehr starke politische Macht. Die Einwohnerzahl dieser Städte, das sind natürlich die größten Städte auch Europas, können tatsächlich auch Wahlen entscheiden. Dann, das ist natürlich meine andere Inspiration, das ist Celia Fuentes, eine bolivianische Parlamentarierin. Wir haben ungefähr das gleiche Alter, und als ich gesehen habe, was sie schon alles erreicht hat, da habe ich mich ganz klein gefühlt gegenüber sie, weil ich einfach gesehen habe, weil sie so viel getan hat. Sie ist ein Community Leader und auch eine Aktivistin. Sie ist eine indigene Frau, die ins Parlament gewählt wurde, und sie ist gleichzeitig aber auch eine Free Software Aktivistin. Und das wird natürlich nicht berichtet. Das ist einfach auch wichtig, dass wir das sehen. Und neben der tollen Arbeit, die sie getan hat in ihrem lokalen Bezirk, hat sie sich dafür eingesetzt oder hat sie dafür eingesetzt, dass Free Software, freie Hardware eine große Rolle spielt, und auch die Frage von digitaler Souveränität hat sie auf die Tagesordnung gebracht. Und es kann vielleicht sehr, sehr, sehr schwierig sein, das Ganze in Bolivien zu implementieren, aber was ich wichtig finde, ist, dass sie
dass sie quasi von ihrer Erfahrung von Repression, von Kolonisierung, von Rassismus sich trotz dieser widrigen Bedingungen sich von ihrer lokalen Realität gelöst hat zum gewissen Punkt und sich halt diese Sicht angeschlossen hat oder versucht hat, auch auf einer anderen Ebene etwas zu bewegen. Und die Idee ist, warum reden wir nicht mehr auch über positive Agendas? Und hier haben wir natürlich auch die Bürgermeisterin von Barcelona, Frau Galau, wenn ich es richtig verstanden habe. Und sie hat jede Menge digitaler rechte Organisationen eingeladen. Und sie hatte, was sie an ihr auf ihrem Schreibtisch stehen hatte, war das Bild der ersten anarchistischen Frau, die in den 1930er Jahren in ein Amt bekleidet hat in Spanien. Und es ging gar nicht so sehr um die großen Diskussionen, oder sie ist gar nicht so in dieser großen Überwachungsdiskussion drin, sondern sie kommt aus einer sozialen Bewegung und sie hat uns eingeladen und sie hat uns willkommen geheißen und sie hat uns zugehört und so haben wir überhaupt die Möglichkeit gehabt, in einen Dialog zu treten und einen kritischen Anspruch oder überhaupt eine kritische Idee zu entwickeln. Und was dann passiert ist, und näher jetzt an dem Thema, was ich über das sprechen will, ist Folgendes dran. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist auch ein Netzwerk in den USA, das sich mit Überwachung durch die Polizei beschäftigt. Und die sich natürlich auch aussprechen, dass die Bürger überwacht werden. Und das bringt mich zurück zu meiner Nachbarschaft, zu meiner lokalen Nachbarschaft. Und schlechte Politik, natürlich vor allem, wenn es um Geld geht, hat oft schlechte Formen. Vor allem, wenn es eine Wissensasymmetrie gibt zwischen denen, die das Amt innehalten und denen, die regiert werden. Und diese Asymmetrie drückt sich natürlich auch in den Gewinnen aus und Städte in Lateinamerika, wenn diese Städte das kaufen, dann haben sie natürlich nicht immer genau die Ahnung, was sie verkaufen und die Verkäufer dieser Überwachungstechnologien haben einen großen Wissensvorsprung und sie sind sich auch überhaupt nicht klar, was sie da eigentlich kaufen, sondern sie lassen sich mehr oder weniger auf so ein paar Werbeprospekte ein und ein paar Werbevideos. Und sie denken einfach, es ist einfach gut, wenn wir das hier als Stadt übernehmen, diese Technologie, und sie gehen gar nicht so sehr auf negative Auswirkungen ein. Und das Ganze hört sich erstmal ganz toll an, wenn du natürlich dein politisches Projekt irgendwie verkaufen willst. Eigentlich in jedem Regierungsentwurf wird natürlich immer die Technologie erwähnt, Smart Cities und so weiter. Also man hat diese Buzzwords und ich möchte jetzt gar nicht so sehr in die Smart City Issue eingehen. In this imbalance in the power of those taking those decisions. So the thing is, and I das Ding ist, ich möchte das sehr klar sagen. Wenn eine Stadt, wenn eine Nachbarschaft Massenüberwachung durchführt, ist unser Opfer größer als nur die Privatsphäre. Und wir haben im Aktivismus versagt dabei, was zu quantifizieren, was nicht nur im Bereich der Rechte, sondern auch was stattdessen mit dem Geld und den Ressourcen passieren könnte, die da reingesteckt werden. Das könnten zum Beispiel sein, bessere Parks, bessere Büchereien, bessere öffentliche Plätze. Die Vorteile von diesen Orten sind größer. Und wir opfern auch unser Recht darauf zu protestieren. Im Wesentlichen, dieser Populismus der Überwachung ist Lügen und falsche Versprechungen.
In meiner Community hatten wir am Anfang offene Türen. Dann wurden alle Türen gesichert und wurden elektronische Kabel um die Häuser gemacht. Dann wurden Kameras installiert. Dann wurden Wächter aufgestellt in allen Blocks. Und wir sind immer weiter in diese Falle getappt und wurden dadurch immer weniger sicher. Nur in meiner Stadt sind 16 Morde am Tag. Also offensichtlich funktioniert das nicht. Jeden Tag kommen diese Verkäufer und auch internationale Hilfe, fördert das, dass bestimmtes Verhalten sanktioniert wird und dass bestimmte Nachbarschaften besonders überwacht werden. Also gehen wir jetzt zu den praktischen Dingen. Ich möchte erklären, was ich hier vorschlage, und ich möchte von euch hören, ob das gut klingt. Im Idealfall würde ich mein ganzes 2017 investieren, um diese positive Agenda zu schaffen, Allianzen zu finden mit Menschen, die Macht haben, um dann das Problem loszuwerden. Wenn wir auf einer lokalen Ebene eine Unterstützung haben von der lokalen Regierung, schlage ich vor, dass wir zuerst ein Inventar machen, alle Überwachungsmaßnahmen, die in den letzten 5 Jahren eingeführt wurden, sich die Verträge ansehen und Kosten und Effizienz davon abwägen. Wenn es nicht funktioniert oder wenn Daten davon nicht mal verfügbar sind, dann machen wir das einfach nicht mehr. Solange die Person mit Macht die Möglichkeit hat, dieses System wieder loszuwerden, dann sollte es der Fall sein, dass der erste Schritt ist nach der Machtübernahme, dass diese Maßnahmen abgeschafft werden. Andererseits können wir auch in unseren Nachbarschaften und in unseren Gebäuden die Überwachungsmaßnahmen einfach entfernen. Dictatorship of the administrator. I don't know if that happens to you, but I am living. Ich weiß nicht, ob das jetzt für euch so ist, aber ich wohne in Belgrad und ich verstehe kein Kyrillisch und da war eine Nachricht in meinem Gebäude. Ich konnte es natürlich nicht lesen. Es gab ein Treffen, wo alle Bewohner des Hauses eingeladen wurden und gefragt wurden, ob sie okay sind mit einer Kamera. Und ich konnte da nicht hin, ich wusste das nicht. Und wie ich zurückkam von einer Reise, stand da eine riesige Überwachungskamera. Und ja, aus vielen Gründen kann es sein, dass wir manchmal nicht die Möglichkeit haben, dagegen zu kämpfen, und dann ist es eingeführt und dann können wir nicht mehr darüber nachdenken, wie viel es gekostet hat und wie das funktioniert und wie es uns einschränkt, besonders wenn es gratis ist. Der dritte Schritt: Städte haben die Möglichkeit, sehr viele Dinge zu regulieren. Sie können zum Beispiel regulieren, wo du jetzt mit deinem Hund spazieren gehen kannst oder ob du einen Kaktus da pflanzen kannst. Der öffentliche Grund in einer Stadt ist stark reguliert. Aber überraschenderweise, diese unsichtbaren, aber doch eingreifenden Maßnahmen werden nicht reguliert. Und deswegen schlage ich vor, dass Überwachungsmaßnahmen reguliert werden, dass WLAN-Services und andere Gratis-Services, die innerhalb dieser Stadt und der Kompetenz einer Stadt reguliert werden. Ja, alle sagen immer, dass es schwierig ist, das zu regulieren und diese Regulationen dann einzuhalten, aber wir müssen uns immer überlegen, wo wir das bei anderen Sachen auch machen. Und zum Beispiel, wenn die Musik laut ist,
as Aral Balkan calls them, data farmers. Wir müssen es für die Data, Farmers so schwierig wie möglich machen, in öffentlichen Räumen Überwachungsmaßnahmen einzuführen, zum Beispiel in öffentlichen Spielplätzen mit den Kindern, zum Beispiel Kameras, die immer unsichtbarer werden, immer mehr in ihre Umgebung sich einbinden und uns dabei überwachen. Dazu zählt auch, dass sie überwachen, was private Akteure tun, nicht nur im öffentlichen Raum, sondern generell allen Räumen, die öffentlich sind für die Öffentlichkeit. Und wir müssen da die mehr hinterfragen, was mit den Überwachungsmaßnahmen getan wird. Zu guter Letzt haben wir dann noch die Effizienz. Wir müssen ausrufen, dass die Leute, die in Überwachungsmaßnahmen investieren, das Geld aus dem Fenster schmeißen. Und wenn Städte Equipment in dieser Art kaufen, dann schreiben die normalerweise die Spezifikationen von diesem System basierend auf den Broschüren, die sie von den dominierenden Verkäufern erhalten. Zum Beispiel Cisco und ein paar andere Firmen verkaufen werden so gut wie alle Städte auf der ganzen Welt diese Überwachungsmaßnahmen. Und da gibt es sehr viele praktische Dinge, wo wir spezifizieren können, was wollen wir eigentlich in Städten. Das ist eine sehr spezifische Mission. Ja, da kann ich jetzt nicht so genau eingehen in diese Punkte. Wir sollten darauf achten, dass wir ein geteiltes Data Commons erzeugen und dass zum Beispiel die Wasserqualität und die Lebensqualität durch die Menschen selbst erhoben wird. Ich würde gerne zu den Fragen kommen. Was ich davor noch sagen will, ist, in Städten, wo sich die Ungleichheit weiter steigert, ist es so, dass Überwachung oft verschleiert, wie es den Schlechtesten geht. Es gibt oft in vielen Städten Essensmarken, und da gibt es dann Mechanismen, um die Bewegungen von den Armen und deren Ausgabemuster zu kontrollieren. Und die leiden dann am meisten. Es gibt zum Beispiel Organisationen wie die Vereinigten Nationen, die natürlich ein Interesse haben, Menschen zu erfassen, zum Beispiel während der Flüchtlingskrise. Aber wir müssen dann aufpassen, dass die dann nicht ständig überwacht und überwacht werden. Neben dem Faktor, dass es sie können dann sehr schwierig sich dagegen wehren. Sie sind die Schwächsten in unserer Gesellschaft. Sie haben nicht mal eine Staatsbürgerschaft oft. Es gibt viele Initiativen, wo ihr mithelfen könnt. Der Chaos Computer Club und ähnliche Computerclubs können da sicher näher an lokale Regierungen hinschreiten und ein bisschen frecher werden und jede öffentliche Entscheidung hinterfragen. Dann haben wir hier die Initiative in Barcelona, die Barcelona-Initiative für technologische Souveränität. Da braucht sehr viele
sehr viel Hilfe noch, zum Beispiel von technologiefreundlichen Menschen. Dann gibt es noch DiEM25, die Initiative für ein mehr demokratisches Europa. Wir bauen da gerade eine Taskforce auf, um Tech-Menschen einzuladen und eine Tech-Agenda zu bilden, gerade wenn es darum geht, Demokratie mit Technologie zu unterstützen. Wenn du zum Beispiel innerhalb einer Regierung arbeitest und irgendwas herausfinden, dann leake es zu deiner Lieblings-Leak-Seite. Und weil wir brauchen da unbedingt eine Übersicht, wie unterschiedliche Städte damit umgehen. Gibt's Fragen oder Kommentare? Thank you, Renato. Danke, Renato. Falls ihr Fragen habt, bitte hinter den Mikrofonen in eine Schlange stellen. Do we have questions from the internet? Gibt's Fragen aus dem Internet? Seems not so. Okay. Sieht nicht danach aus, dann Mikrofon Nummer 1. Hallo, danke für den guten Tag. Wir hören sehr oft, dass, wieso sollte ich mich das überhaupt interessieren? Ich habe ja nichts zu verstecken. Und die meisten von uns hier wissen ja, dass das nicht wirklich ein produktiver Weg ist, um auf Massenüberwachungen zu reagieren. Wie schaffen wir das, andere Menschen davon zu überzeugen, besonders nicht technische Menschen, die um ihnen zu sagen, dass das ein wirklich wichtiges Thema ist. Für mich ist das eine sehr gute Frage, weil normalerweise ist Überwachung ja mit kriminellen Aktivitäten verbunden. Also es ist nur für die schlimme Dinge tun. Aber die meisten Datenüberwachungsmaßnahmen drehen sich um alle. Es geht nicht nur um Kriminalitätsprävention, sondern es geht darum, immer teurere Services zu haben und oft mit dem Mechanismus von sozialer Kontrolle. Wir müssen da wegkommen von Kameras und Überwachung nur mit Aktivisten. Und wir müssen das was Persönliches machen, darstellen, dass das ein System ist, das unsere Leben nicht besser macht, sondern teurer und Exklusion einfacher macht. So, gibt es noch eine Frage aus dem Internet? Ja, die Frage aus dem Internet ist. Locals would mean that they would need to see the importance of having no surveillance. So what should you advise to tell people? Was würdet ihr sagen? Was würdet ihr Menschen sagen, die behaupten, dass Überwachung eine gute Sache ist? Ganz einfach. Ich würde darauf hinweisen, wie ineffizient Überwachung ist. Und ich würde auch einfach mal aufzeigen, auf welche Fehler einfach auf lokaler Ebene schon passiert, wie viel Geld da verschwendet wurde. Und was haben wir eigentlich weggegeben, wenn wir Millionen für Überwachungssysteme ausgegeben haben, die überhaupt nicht funktionieren? Und was geben wir dafür gleichzeitig auf in einer Stadt? So wie zum Beispiel Kinderbetreuung oder öffentlicher Raum. Und das ganze Geld, was da verschwendet wird, ich denke, das ist einfach ein guter Punkt, um mal auf solche Fragen zu antworten. Mikrofon Nummer 2. Das ist mehr ein Kommentar. Es ist mir aufgefallen, in Mexico City, dass ich einfach einmal von Polizeiautos eingekesselt wurde, eines Morgens. Und die haben mir meine Sachen abgenommen und meinen Wi-Fi-Router und so weiter. Und warum es gemacht haben, war, weil ich einfach meine Kapuze von meinem Hoodie auf hatte. Und sie haben mich über die Kameras beobachtet.
Und vielleicht gibt es einfach einen inhärenten Wert, indem man das Ganze einfach dokumentiert, diese Übergriffe. Und was einfach dann auch negative, was also einfach die negativen Effekte von solcher Überwachung dann sein können, weil man natürlich, weil das natürlich auch einen psychologischen Effekt einfach hat. Ja, in Mexiko, Stadt, was tatsächlich wirklich gefährlich ist. Letzte Frage jetzt. Hallo. Ich würde fragen, ob du auf explizite Einzelfälle oder Beispiele hinweisen kannst. Ich kann einige nennen natürlich. Die Art und Weise, wie natürlich die Art und Weise von Überwachung, die wir einfach in unseren Browsern haben und auch in unseren Konsummustern, die sich in den Konsummustern fehlen lässt. Aber ich kann eigentlich ein schönes Beispiel geben. Zum Beispiel Free Wi-Fi, also freies WLAN. Wenn man in einem öffentlichen Park Wi-Fi hat und wenn also eine Firma sich bereit erklärt, das einer Stadt kostenloses Wi-Fi zur Verfügung zu stellen, dann es gibt natürlich nicht so etwas wie Free Wi-Fi, freies WLAN, denn die Firmen, die das Ganze zur Verfügung stellen, überwachen natürlich diesen Internetzugang. Und die nutzen diese aggregierten Daten, um dann natürlich zum Beispiel Werbung darüber auszuspielen, die sich auf diesen Mustern, die sich auf diese Muster stützt. Gibt es auch Beispiele von Überwachung, die zum Beispiel auch von den Städten selbst ausgeht? Ich kann natürlich auf einen Fall aus Guatemala hinweisen, aber irgendwie alles dreht sich um Guatemala. Was also die Städte selber machen, ist, dass sie die Daten von Leuten verkauft haben, von politischen Bewegungen gemacht haben für sehr, sehr viel Geld. Also sie verkaufen einfach die Videodaten, da die ganze Stadt mit Videos überwacht ist, und sie haben die Daten von um Leute auch einfach politischen Druck auszusetzen, um Leute politisch zu erpressen, und dann wurden diese Daten verkauft. Wir sind jetzt leider ein bisschen am Ende der Zeit, also kann man dich auch hier noch in der Konferenz